Peter Stocker, was sind denn deine Hauptaufgaben? Was machst du den ganzen Tag? Also, meine Hauptaufgaben sind, ich habe jetzt 10 Jahre Aussendienst Mondeur gemacht, das mit den Gemeinden, mit den Wasserversorgungen, die Aufträge eingeholt und habe die nachher verarbeitet. Jetzt hat das mehr gegeben, jetzt bin ich in den Aussendienst gegangen, jetzt bin ich Vertriebsberater. Ich tue einfach die Gemeinden oder die Wasserversorgungen, Kontakt aufnehmen mit ihnen, mal vorstellen, was wir machen, Hydrantenkontrolle, Schieberkontrolle, Revisionen, Lorno. Und wie kann man sich jetzt so einen Tag vom Morgen, sagen wir mal um 6 Uhr bis am Abend um 6 Uhr bei dir vorstellen? Also am Montag mache ich immer Büro. Dann tue ich das von der Vorwoche, die ich organisiert habe, verarbeiten. Und nachher geht das so bis Mittag. Nachmittag mache ich die Telefonate. Die Gemeinde, die ich besuchen will, oder die Leute, die ich besuchen will, machen mit denen Zeiten ab. Das fängt morgens so von 8 Uhr. Von 8 Uhr nehme ich den ersten, dann geht es um 10 Uhr, nachher am Nachmittag noch einen. Und wenn ich in der Deutschschweiz bin, also Berner Oberland, ist auch noch mein Gebiet. Wenn ich jetzt da gehe, dann noch Innerkirche, nachher Schattenhalb, die Gemeinden, die da ein bisschen zusammen sind, dann nehme ich die zusammen und am Abend noch Zeit haben und noch Freude haben. Nehme ich auch so einen Sanitär noch, gehe ich so einen Sanitärmonteur vorbei und dann ist ich Materialien und Arbeiten erklären und dann tue ich gewöhnlich einmal in der Woche auswärts schlafen und zwischendrin bin ich hier im Oberwallis. Jetzt selber machen ihr auch noch Revisionen von den Hydranten von der Hini AG, also mit dem Lorno und dem Kontrollsystem von Lorno, oder seid ihr eher nur noch müssen, die haben so weniger auch noch an der Materie selber? Also nein, jetzt habe ich 10 Jahre montiert, jetzt bin ich aber im Vertrieb und jetzt haben wir einen Arbeiter angestellt, der Ritz Pascal, der hat jetzt ca. 2 Jahre mit uns, der hat angefangen mit der Hydrantenkontrolle, da habe ich noch ein bisschen überwacht und gezeigt und nachher ist das weitergegangen, Schieberkontrolle machen wir auch noch, das sind die Hauptschieber, Hausschieber, Zonen, Strecken, Entleerungen, die Schieber kontrolliert, wir haben jetzt gezeigt, wie das funktioniert, wo er aufpassen muss, dass er keine Fehler macht, einfach an Zonenschieber öffnet, dass wir es mal in einem Gebiet mehr drücken, wie am anderen oder Entleerungen, dass die nicht offen bleiben und so. Dann haben wir weitergebildet, haben wir noch auf Revisionen. Letztes Jahr im Herbst bin ich mit ihm unterwegs gewesen, da haben wir einfach schauen, dass wir mit den Revisionen einen Berg anfangen, dass wir September, Oktober, aber Zermatt-Sassfee, Derbel, das sind die Berge, dass wir von da anbrechen können, gegen den Grund schaffen, wie man sagt. Und nachher unten hat er den Brick, Fisch, Plonza, Gampel und das gemacht. Jetzt ist es so eine Frage. Ich kann jetzt gerade davon zuschauen, wenn man die Revision da gemacht hat. Also es ist ja nicht gerade ohne. Wie lange geht es überhaupt, dass man da als Mitarbeiter da selber so eine Revision kann durchführen kann? Also mit uns zwischen 15 und 18 Monaten muss jemand rechnen. Er fährt mit der Hydrantenkontrolle an. Dann geht er zuerst mit. Dort man dem zeigen, die ganzen verschiedenen Modelle, die es gibt. Die Unterteile, wir arbeiten ja auch noch mit der Kamera. Wir gehen seitwärts mit der Kamera und bringen die Spindellagerposition. Es sind ja Verlängerungen sie drauf. Oder Hauptventile. Dann gehen wir das mit der Kamera anschauen und das sind dann alles im Computer eintragen. Und wenn er etwas falsch einträgt, hast du nachher mit der Revision ein Problem. Dann hast du vielleicht ein Ventil zu wenig mit dir. Wie genauer das eine schafft, wie gut, dass er das macht, wie besser hat er es nachher in der Revision. Dann macht er circa so, sagt ihm, ein halbes Jahr mit der Hydrantenkontrolle bist du noch abnehmen und nachher geben wir gewöhnlich hier im Oberwallis, weil wir jetzt zweit sind, müssen auch alle Sachen können machen. Dann geht er in der Schieberkontrolle als nächstes und dann nachher im Herbst oder dann drauf, der Sommer, fahren wir dann mit der Revision an. Dann geht einfach ein Monteur mit ihm, das ist einer verantwortlich. Dann lässt du den anderen Monteur arbeiten und du kannst noch kontrollieren und korrigieren. Und ab und mal ein Feedback geben, das hast du gut gemacht. So arbeiten wir hier. Vermisst man das sehr, wenn man nicht mehr so direkt dran sein kann? Ja gut, wenn jetzt der Ritz in der Ferien ist oder irgendwas weg ist und ein Notfall ist, dann gehe ich schon noch selber. Dann lasse ich einen Index-Trainer von Bären kommen, weil das haben wir so abgemacht. Das sind ja nicht so viele, aber es geht irgendwie. Letzte Woche sind wir gerade zum Beispiel zusammen gesehen, Riederalb ist ein Schweizgebiet, viele Revisionen gehabt. Und da haben wir gesagt, ich komme, der kann helfen. Da sind wir zwei Tage oben miteinander wieder gesehen. Das ist irgendwie relativ sehr gut gegangen. Peter Stocker, ganz im Ernst, was ist deine Lieblingsaufgabe in deinem Job? Ferien. Nein, also ich habe gerne Kontakt mit den Leuten. Nachher sind es immer verschiedene Leute.
Brunnenmeister, wir sind alle da vom Fach. Wenn du etwas rein kannst erklären, haben immer Freude. Jetzt weiss der das auch, jetzt kann man wissen. Und die geben eigentlich immer ein gutes Feedback. Und sie telefonieren auch mit dir, wenn sie ein Problem haben. Wenn sie Luft in den Leitungen haben oder so, wie man das lesen könnte, dann können wir ihnen da Auskunft geben. Das ist eigentlich gut. Also ist da irgendwie bei allen Sachen miteinander besser, wohl gegeneinander. Richtig, genau. Merci vielmals und damit zurück ins Studio.